In der letzten Episode. Ja, hierher, Tank. Genau, das hat funktioniert, das sieht man deutlich. Ja, genau, jetzt hat man deutlich gesehen, dass die Klinge weit von uns ins entfernt ist. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero. In der Folge 34 im Guerilla-Modus. Ich habe das Gefühl, der Harvester haut ab, oder was? Was ist da hinten? Nichts. Nee, das ist ein neuer, okay. Weil ich hatte auch noch das Gefühl, dass hier vorne noch einer wäre. Ich weiß es nicht. Drüben ist auch wieder ein Tank, also hier geht's richtig, richtig rund. Also der hat die Hohlspitze für den Revolver. Ah, der ist tatsächlich abgehauen. Da drüben stiefelt er gerade. Der militärisch. Das heißt, jetzt können wir ins Gebäude, okay. Gut. Ja, interessant. Es gibt halt viele Dinge, die ich bei dem Spiel einfach sehr interessant finde, seit dem letzten Update. Zum Beispiel, du schießt mit dem Scharfschützengewehr auf einen... wir haben versucht, die Relaisantenne zu treffen mit dem Scharfschützengewehr. Kein Ton von uns gegeben. Oder fast kein, okay. Ist ja keine perfekte Dämmung, aber das ist schon sehr unbekannt. Aber der Hunter kam dann aus mehreren hundert Meter Entfernung auf uns zugerannt. Der wusste präzise, wo wir stehen. Und das klingt für mich, also für mich klingt das Update ziemlich nach Wegnehmen von eigentlichen, wie soll man das sagen, Balance-Hürden. Normalerweise sollte ja ein Computer nicht so sein, weil der Computer ja sozusagen das Spiel um dich herum berechnet, weiß er natürlich, wo du bist. Nun darf er natürlich nicht dahergehen und sozusagen für die Dinge, die dann sozusagen gegen dich sind, gegen die du kämpfst, dass die diese Informationen bekommen. Aber seit dem letzten Update habe ich das Gefühl, dass sie genau diese Informationen haben. Dass die immer wissen, wo du bist, weil das Spiel ihnen das mitteilt, was eigentlich nicht sein darf. Naja. Hoffen wir, dass es bald ein Update gibt, dass das Ganze, ich sag mal, behoben wird. Flintchoke, aha. Dass viele Bugs gefixt wurden. Du musst irgendwie, wie war das? Drunter zeigen, genau. Rucksack. Textil und Notsignalfackel, die nichts bringt. Auch das interessanterweise mehrmals berichtet. Ja, und ich hatte diesen einen Clip, den wir da hatten, gepostet wegen der kleinen Energiezelle. Diese roten Dinge da. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das tatsächlich so sein. Das ist tatsächlich so beabsichtigt, dass die Dinger quasi nicht funktionieren. Gut, wenn das so beabsichtigt ist, dass Dinge im Spiel nicht so funktionieren sollen, dann kann man nur sagen, Glückwunsch. Ich meine, die Mods im Forum haben es momentan echt nicht schwer, das muss man ihnen schon sagen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja keine Angestellten von Avalanche oder blauer Flintenchoke. Systemic Reaction, wie es so schön heißt. Gott, ein Sucher weniger, der zählt leider nicht mehr für unsere Herausforderung. Weil es eine Lusche war. Was ist eigentlich die Relaisantenne da? Huch. Komm, lad mal nach. Ich will jetzt die Relaisantenne. Hält aber was aus, alter Schwede. Jetzt haben wir sie. Okay. Wir müssen ja mal vorwärts kommen hier mit den Punkten. Das Spiel wird nur leichter, wenn man halt die Perks hat. Also musst du leveln. Halt. Was? Achso, da hinten ist der. Der Zoom ist das.
Die Waffe nicht mehr. Die ist anscheinend nur an so einer kleinen Schraube verbunden. Es wird jetzt sehr schnell sehr dunkel wieder mal. Da muss ich natürlich zusehen, dass ich das für euch dann nachjustiere. Dass ihr ein bisschen mehr seht. So, das war wieder das, was nicht ausging. Ja, wunderbar. Hey, Bugfix ist vom Feinsten. Die Lampe, die funktioniert nur so. Okay, sind inzwischen mehrere. Sie stehen da unten, okay. Ist noch einer, okay. Den Grill, echt? Du hast den Grill umgestoßen und den Stuhl. Komm, stell den Stuhl mal da rein. Meine Fresse. So, genau wie in echt. Aber es hat nicht funktioniert. Echt, den Grill kannst du so leicht umwerfen. Der steht da hinter der Mauer, kann das sein? Irgendwo dahinter. Das sind alles nur Prototypen. Warum sah ich die Lampe noch an? Fragt man sich ja schon, warum da Lichtschalter sind. Licht hat auch keinen Ton mehr, der Lichtschalter, okay. Ein Stealth-Lichtschalter. Wunderschön. Wie bitte was? Stehen die jetzt hier drin oder was? Nee. Doch, tun sie schon. Oh, leck mich am Arsch. Wieder reingeglitscht. Geh mal auf, komm. Mal die Schwachstelle ausnutzen, wenn es nicht anders geht. Ja. Bist du auch drin? Können wir draußen bleiben? Wie reinworben? Was ist das denn für ein Scheiß? Ein Riese. Da freue ich mich riesig. Naja, das sind wieder die Zimmer ohne Lichtschalter oder was? Dauer an. Was kommt man nicht leicht? Hallo, guck mal. Hey, guck mal. Geil. Kommen Sie rein. Ja, und das wird alles nicht gefixt. Mhm. Wozu auch? Funktioniert wie beabsichtigt. Nee, die kannst du behalten. Da müsste man ja fast sagen, wenn das die Absicht ist, wie das funktionieren soll, dann sollten Maschinen aber auch endliche Kapazitäten haben. Zum Beispiel Harvester können nur so und so viele Wellen ranrufen. Die Maschinen haben nur so und so viele Geschosse. Ja. Finde ich ja schon. Weil wenn das Spiel anscheinend so buggy sein soll, dann könnten sie gerne noch mehr Dinge einfügen, die das Spiel einfach völlig unrealistisch sein. Gestalten dann letzten Endes. Schon schade. Finde die Entwicklung nicht gut. Und ich weiß auch nicht, wie man sich so dermaßen damit da verzocken kann. Die Sache ist halt die, dadurch, dass sie ja jetzt unter so einem extremen Vergrößerungsglas sind, durch diesen massiven Fauxpas, den sie da gemacht haben mit dem April-Update. Und sie auch nicht bereit... schön, da steht jetzt ein Tank, natürlich. Hier kommt niemand rein. Zwei Tanks, Entschuldigung. Wollen ja schon hier die richtige Form wahren. Das... einiges los. Und ich bin begeistert. Dass das so schön scharf ist. Ich habe ein paar Schuss haben wir ja noch.
Warum leuchtet es da hinten rot? Weil es der Tank ist. Ah, er war zwar genau im Fadenkreuz, aber hey, zählt er nicht. Das nennt man dann wohl Guerillataktik. Kampf gewonnen. Das ist echt mühsam, hier voranzukommen. Das Lustige ist, bis vor dem April-Update, würde ich sagen, war das alles machbar. Das war echt klar. Natürlich, Tanks und Harvester waren trotzdem schon noch ihre, hatten trotzdem schon noch ihre Gefährlichkeit. Aber es war nicht so, dass du das Gefühl hattest, lieber gar nicht auslösen oder wenn, dann nur absolut an einem Unterschlupf und nicht im freien Feld. Okay, das sind zwei militärische. Plus ein Prototyp-Sucher. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Da kommen wir also so nicht rein. So, jetzt holen wir ein bisschen raus. Der Harvester rückt ab. Hiefkasten, okay. Wollen wir jetzt mal nach der Post gucken. Schade. Ah ja. Da merken wir, wie klein so ein Sucher ist. Oh, guck mal, was da los ist. Oh, oh, das war vielleicht keine so gute Idee. Ah ja, sehr schön. Dann versuchen wir uns mal zu verkrümeln. Vielleicht funktioniert das ja. Oder wissen die genau, wo wir sind? Sollten sie ja eigentlich nicht. Da ist übrigens noch ein Sucher. Okay. Sie sind alarmiert, aber sie sind nicht. Guckt euch das mal an. Viel Feind, viel Ehre oder was? Ja, 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 ja. Easy. Ich versuche nur die Mission zu holen. Ja. Und schön. Hi. Ja, jetzt ganz schön. Dann macht es natürlich keinen Sinn, sich da rein wieder zu spawnen. Das ist hier irgendwo klar. Okay, so kriegt man den Kampf nicht gewuppt. Oder ich sag mal so, das waren noch zwei Tanks und was weiß ich, wie viele Runner und genau. Ja, was ich ja so lustig finde, ist, dass die Moderatoren versuchen, diese ganzen Dinge, die halt reported werden von den Spielern, keine Waffe mehr, echt schon ärgerlich, versuchen irgendwie zu argumentieren, dass das ja, dass man sich da das vorstellen könnte, dass das schon absichtlich sei. Denke ich mir so, ja toll, klar, ich kann das auch versuchen, hier alles zu argumentieren. Aber realistischer macht das Spiel deswegen noch lange nicht. Guck mal, wie er glüht. Ja. Ich hole mir nur eine kleine Waffe, das reicht für dich. So, da drüben ist irgendwas. Gewesen. Tja, Kleinvieh macht auch Mist oder so ähnlich. Im Sinne von EP. 64. Gib mir die beiden mal. Was war das?
Ein Ulven ist auf. Ah ja, der Ulven ist auf Level 3, okay. Gut, aber ich sag mal so, ein Hunter hat man immer noch irgendwo mal ein bisschen im Griff. Anscheinend hat sich die Situation da drüben wieder etwas beruhigt. Ja, wir müssten so langsam mal auch einen Unterschlupf finden, wo wir auch diese gesammelten Gegenstände halt hier, diese Dinger mal loswerden, weil das ist inzwischen schon relativ viel. 2,5 Kilo, 5,5 Kilo, fast 6 Kilo, fast 6,5 Kilo, ja, Richtung 7 Kilo geht das halt. Ich meine, wir haben immer noch genug Puffer, darum geht es nicht. Wir haben ja auch kaum Munition. Das muss man leider dazu sagen. Okay, für die Gepist haben wir fast 500. Für die Mäuser sind wir inzwischen auf 60 runter, knapp 61. Dann gucken wir mal ins Sturmgewehr. Da haben wir 157 und der Elk-Suzare 101. Zusätzlich haben wir noch 247 für die Gepist und 254 für die AI-76. Das ist nicht wirklich viel. Gut, neuer Versuch. Von links kommt schon ein Hexetank. Da ragt immer mal wieder mal drüber die PT-202. Welcher ist das? Das ist einer der militärischen. Okay. Das ist der Sucher. Okay. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo die ganzen Sachen sind. Eieiei. Mensch. Ist, das Zeug ist alles schon explodiert. Okay. Die rechte Seite scheint eher frei zu sein, zumindest von der ist sie nicht. Aber sonst ist hier nicht viel los. Wenn man sich überlegt, was da vorne auf dem Acker los war, da ist ja von jeder Seite was gekommen. Was ist das jetzt wieder? Eine Laterne. Man müsste ja auch nochmal zu der... Nicht unbedingt, aber man müsste nochmal zu der... wie heißt's? Mensch, wie heißt es denn? Zu dieser Relais-Antenne wegen Funkgerät, aber das ist ja auch momentan nicht so wirklich von Interesse. Du kannst eigentlich nicht mehr wirklich strategisch vorgehen. Alleine nicht, im Team vielleicht noch eher... Tja, den haben wir schon abgegrast. Ich weiß natürlich nicht. Okay, wie sieht das jetzt aus? Der Harvester kommt zurück, okay. Da ist ein Verkehrsschild, da ist noch ein Hunter. Gut, dann gucken wir mal, ob wir wenigstens die Signalantenne bekommen. Vielleicht ist das Haus da drüben ja inzwischen frei. Da haben wir in der vorigen Folge zwei Unterschlupfe gefunden. Der eine ja völlig im Nirvana, eigentlich völlig irrelevant. Und jetzt steckt man hier so fest. Ja, wir sind halt immer noch in dem Gebiet. Nydala. Und ich will gar nicht wissen, was auf dem Flughafen los ist. Da haben wir ja damals im originalen Modus ja auch nur so einen ganz vorsichtigen... Das ist auch eine Mission, naja. Dann nehmen wir halt die Mission.
Die, genau, die Relais-Antenne. Ach, hier ist er. Okay, alles klar. Und es ist da. Gut. Da ist die Schüssel. Ja, und von den Ticks in den Häusern haben sie auch wieder Abstand genommen. Das kranke Buhl. Okay. Da geht's wieder raus. Guckt man nachher durch. Ja, hier scheint ja nichts los zu sein, genau. Wo ist die Mission? Meist im Kühlschrank. Nee, sie nicht. Wo ist die Mission? Wahrscheinlich oben dann, oder was? Hier drin. Ja, tatsächlich. Karte und Niederschrift eines Telegramms. Auf dieser Karte der Region Överbysletten ist ein Bereich des Ostufers vom Fluss Överbjörn eingekreist und die Worte Altes Bereitschaftslager für Gesamtverteidigung stehen daneben. Daneben befindet sich eine Nachricht, die eine Niederschrift eines Telegramms im Morsecode zu sein scheint. Sorgenkommandobunker, Klasse SVH, dringend Bauernhof Östramark, aufgezeichnet als altes militärisches Bereitschaftslager, Teil des nationalen Gesamtverteidigungsprogramms östlich von Överbjörn, Besitzer Magnus Ortmann. Okay. Das nennt sich dann Gesamtverteidigung, okay? Die verraten, dass ein gewisser Magnus Ortmann, Besitzer des Bauernhofs Östramark, seine Scheune als Bereitschaftslager ans Militär vermietet. In 1917 gehört das zu Schwedens Konzept der Gesamtverteidigung. Suche den Bauernhof Östramark. Ja, das war doch ganz woanders. Ich hoffe, du hast das jetzt nicht verfolgt. Gut. Das macht nämlich wenig Sinn. Ich habe gesagt, das macht wenig Sinn. Okay. Und okay. Ein bisschen mehr Munition wäre schon hilfreich, aber hey. Wir können das auch alles mit der Klauke machen. Das ist schon. Das ist schon okay. Genau. Dafür haben wir jetzt 2 Schuss. Das reicht ja easy. So. Gut, dann einmal. War das nicht hier? Nee, da drüben. Das passt und ja. Mir nicht. Traktor, noch so ein Schuppen. Ach, na jo. Natürlich. Komm, renn mit dir. Geht hier auch Licht aus. Gut. Dann machen wir das als erstes. Hallo, Licht aus. So, wie ist das hier? Gibt es keinen Lichtschalter oder wie ist das? Genau. Du kriegst keinen Lichtschalter in dein Zimmer. Du schläfst gefälligst bei Licht. Licht, natürlich. Ja, hier ist eine Glasscheibe, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Erstmal gucken, wo die überhaupt sind. Da drüben jetzt, naja. Prototypen wieder mal. Nee. Wo ist Lichtschalter? Hallo? Da. Hallo? Alles aus in dem Haus. Drüben ist noch eine Lampe an und dann haben wir hier noch. Ja, das ist die halt hier draußen. Wo sind die jetzt wieder hin? Ah ja, danke. Für die Notiz. Stehen jetzt im Haus. Nein, der stiefelt noch draußen rum. Echt? Ui.
Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was hier los ist. Gut, aber es war nicht nur einer. Es ist nie nur einer. Wieso ist hier noch Licht? Von dem Hunter oder was? Ja, juhu. Ah, das ist wieder der. Ja, ja, da stiefelt noch einer herum. Ach, guck mal. Gut, dass wir hier nochmal waren. Da stiefelt er weg, echt. Er kommt. Diese Bewegung ist echt schlimm. Ah ja, ich weiß, wo du bist. Scan du mal fein. Geh mal jetzt so schneller. Sehr schön, 56 fürs AI-76. Und der da vorne? Man sollte sich dann doch nur schleichend vorwärts bewegen. Hm. Hallo? Ja, jo. Zum Totlachen. Okay, wie viele Medikits haben wir eigentlich? Viel zu viele. Du kommst eigentlich kaum noch, die anzuwenden, weil du bist relativ schnell tot. Gut, das hat natürlich auch was mit dem Guerilla zu tun, das ist vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz, gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, gegen Tank und Harvester kämpfst, das kannst du ja vergessen. So schnell kannst du die Dinger gar nicht anwenden. Gut, was haben wir hier? Ein bisschen was für die Elkso. Ja, die Elkso-Zahl hat jetzt tatsächlich deutlich mehr Munition. Wo ist eigentlich die 1 verzeichnet? Naja, gut. Dann nehmen wir das mal weg. Von dem Wegpunkt vielleicht mal dahin. Machen wir vielleicht realistischere Ziele, hm? Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, vor allem Prototyp ist halt doch eine ganz andere Hausnummer im Vergleich zum Militärisch oder Phoenix, weil die halt nicht noch eine Zweitwaffe haben. Diese Gasgeschosse, das ist halt auch, ich bleib dabei, das ist schlecht umgesetzt. Und gerade das mit dem, was ja auch einige gesagt haben, mit dem, dass du dich nicht in diese Scharfschützenstellung begeben kannst. Muss man wahrscheinlich nicht verstehen. Genauso wie diesen halbschwebenden Traktor. Okay, links ist ganz in der Ferne irgendwo ein Harvester zu hören. Wir gehen jetzt mal zu einem Gebäude im Wald. Wahrscheinlich ein Hexenhaus. Da gibt es, da kann man Lebkuchen essen. Und da gibt es halbe Mandeln auf dem Dach. Ist das da, wo das 1 ist? Nein, da ist es. Okay. Das ist tatsächlich relativ nah. Okay, da müssen wir ein bisschen ausholen. Anscheinend auch wieder. Ne, sind Sucher. Okay. Ich wollte gerade sagen, sie haben anscheinend wieder. Oder? Haben sie Runner im Gefolge? Nee. Wozu auch? Sie können ja unendlich viele Hunter heranspawnen. Brauchen sie ja keine Runner mehr.
Wahrscheinlich werden sie noch eine Klasse über der Apokalypse-Klasse einführen. Da ist der Tank dann so. Der Tank kann dann unendlich viele Harvester heranworben. Die können dann wieder unendlich viele Hunter heranworben, die dann wieder Runner heranworben können und so weiter. So funktioniert das. Das ist ein Sucher. Das ist ein Runner. Was ist das? Ach, das ist so ein einzelnes Gebäude, okay. Hä, warum wird es hell und dunkel? Okay, der ist genau da. Gut, dann haben wir noch diesen Runner dort an dem Punkt. Der Sucher haut wieder ab, okay. Und da ist der Runner. Da taucht der Sucher wieder auf. Und da ist das Gebäude, okay. Gut, dann nix wie ab in den Wald. Und beschauen wir mal, ob das die einzigen sind, die hier rumrennen. So. Nee, ist es nicht. Guter Schuss. Guter Schuss. Besser. Okay, komm. Der Sucher. Einer wunderschön. Ich höre Hunter. Ich höre Hunter schreien. Ja, natürlich. Schnauze. Komm, mach auf. Hallo, mach auf. Kannst du wieder zumachen? Danke. Ich komme hier nicht raus. Oh ja, geil. Ein hochexplosives Mehrzweckgeschoss. Irgendeine gepisst. Wäre ja mal für einen Schalldämpfer für Sturmgewehre. Hm? Gut, momentan ist es erstmal wieder egal. Toll. Gut. Was war das für eine Pist? Auch eine blaue. Okay, die haben wir schon im Einsatz. Gut. War's schon, okay. Zwei Runner und ein Such. Danke, nein. Das nehmen wir einfach alles. Und dann gucken wir noch den Sucher. Der hat einfach und dann wird es Zeit, wieder zu verschwinden. Da kommt schon wieder das Nächste. Angeflogen oder was? Ist das ein Sucher? Da. Tatsächlich gibt es echt nur Prototypensucher. Okay, das hat gezoppelt. Ein Hunter ist dort auch zu sehen gewesen. Der geht nicht drauf. Jetzt schon. Ja.
mehr? Nicht, okay. Ja, witzigerweise haben wir hier jetzt wieder haufenweise Prototypen unterwegs. Naja, sehr schön. Immer wieder wichtig. So, wo sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Okay, jetzt kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Mist. Okay, dann lass uns noch den Sucher absuchen und dann gehen wir vielleicht woanders hin. Hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter und die Gefahr halt im freien Feld sich irgendein Gefecht hoffnungsloses zu liefern, ist momentan leider zu groß. Und wir haben ja schon einen Unterschlupf weit im Norden. Nämlich hier. Ich würde gern dieses Gebäude abgehen. Hinein. Ja, natürlich. Wir sind natürlich nicht allein. Das ist ja klar. Du kommst hier nicht raus. Achso, warte mal. Gib mir mal Dinge, die Schrott sind. Zum Beispiel ein 4 bis 8er in Grau. Schalldämpfer von Maschinenpistolen in Grau. Das kann garantiert auch weg. 8 bis 16. Haben wir das irgendwie? Anderen Qualität. 6 bis 12er sehe ich da in Grün. Und das haben wir hier unten auch in Grün. Brauchen wir vielleicht nicht zweimal. 2-Punkt-Zieloptik in Grün auch zweimal da. Vielleicht auch nicht notwendig. Warte mal, 4 bis 8er in Grün und hier unten ist auch ein 4 bis 8er in Grün. Dann kommt das auch mal weg. Dann haben wir Flintenchoke in Blau, den haben wir auch zweimal, okay. Okay. Ich denke, das passt so. Gut. Sonst noch irgendwas, was wir verschrotten können. Aber wir haben eine Granate genommen. Ja, dann mal weg damit. Weg damit. Eine Autobatterie bleibt bei uns. Okay, Funkgeräte reichen uns zwei. Ich denke, das passt soweit. Munition. Die bleiben mal da, die bleiben da. Hä? Achso. Die bleiben da, die bleiben da und die bleiben da. Alles klar. So, wie viel Hochexplosive haben wir jetzt? Wieder 11. Sehr schön. Kommt ja auch wieder was zusammen. Dann haben wir hier noch zwei schrottige Magnusse. Die kommen auch weg. Und wie sieht es hier aus? AG5 in Schwarz. Panzerwehrensgewehr in Grün. Okay. Fliegt das weg. Elkstuzare in Blau fliegt weg. Mäuser in Grün fliegt weg. Mäuser in Blau haben wir im Einsatz. AG4 in Blau brauchen wir auch nur eine. Schöquist brauchen wir auch nur eine. Und das war's dann. Hä? Waren hier nicht diese Dinger? Waren die nicht hier? Oder war das hier unten, die zum Umstapeln? Ich dachte, hier wären auch, okay, Moment. Wir müssen das jetzt machen. Ich habe das jetzt alles aufgenommen. Ich will das jetzt nicht irgendwo wieder herumschleppen. Orsay war es garantiert nicht. Sandbu. Kann ich mir kaum vorstellen, dass es da war. Aber wir gucken mal. Nee, hier gibt es nur eine Plündra. Okay. Muss man ja eigentlich nur in die obere Leiste gucken. Knappe Renner hat auch nichts. Dann halt Minken. Genau. Das war auch ein Tank im Bunker, aber so ist es halt. Da ist die Recycling Station. Da können wir nämlich jetzt noch viel Schrott loswerden. Das alles weg. Gut. Alles, was nicht angebracht ist, kommt weg. Und natürlich das Zeug rein. So, dann haben wir unser Gewicht mal erheblich erleichtert. Wir haben nur noch knapp 100 Kilo Raum. Wie sieht es hier aus? Und das ist auch nur noch 90, okay. Und diese Pläne, da hatten wir ja auch nur... die Jacke nochmal gefunden. In Explosionsfest. Momentan haben wir so Geschosswiderstand. Ich denke, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Haben wir echt das mit der Hose gemacht? Diesen Feuerwiderstand? Wie ist denn das? Achso, nee, Quatsch, Profil. Hose, welche haben wir denn an? Da.
Nee, die hat tatsächlich nichts drauf. Okay, dann können wir ja mal tatsächlich mal Dinge verwenden. Und zwar die Hose, bitte. Xeno Weiß hatten wir. Pläne anzeigen. Gegenstand anfertigen. Gut. Da haben wir ja immerhin 1% weniger Feuerschaden. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut, hat keinen Unterschied gemacht. Okay. Gut. Wieder hinauf. Ich würde immer noch gerne da hinkommen. Jo. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so ähnlich. Dann müssen wir uns halt rausschleichen. Haben wir nicht umsonst die Perks draufgegeben, dass wir schleichen können? Dann sollte man das auch tun. Nicht umgucken. Einfach gehen. Was ist da vorne? Ah, ein Schuppen. Nur ein Schuppen. Schön, dass die Prototypen immer so aussehen wie halb vertrocknete Büsche. So, was war jetzt bei der 1 so? Ein Gebäude? Ich sehe nämlich kein Gebäude irgendwie. Mond ist knapp über Südosten, das heißt, wir haben etwa halb 10 abends. Lindenscap-Setting, ein Sammelgegenstand. Und dann noch die 100 EP leise dazu. Nee, doch nicht. Echt? Und hier soll man einen Sammelgegenstand finden? Da sieht es schon mal nicht danach aus, okay. Ist da bei der 1 was oder was? Irgendwo ist auch wieder eine Relais-Antenne. Hier ist noch so ein... Ach, ein Zwerg. Ein schwarzer Zwerg. Gut. Dann kommt direkt der Wegpunkt weg. Aha, so kommen wir dann auch explorativ dem Punkt näher. Wobei wir das eigentlich mit der Elk sozusagen machen sollten. Aber gut, jetzt haben wir die Mäuse. Na komm, zuppel mal nicht so, meine Gute. Die Munition geht runter, alter Schwede. 44 haben wir noch. Man sieht, dass die Projektile teilweise gar nicht dahin gehen, wo das Fadenkreuz hingeht. Ja, genau. Ab in die Schüssel. Komm, mach das noch fertig. Die Punkte wollen wir noch mitnehmen. Komm schon. Kann nicht sein. Notabschaltung abgeschlossen. 1500 EP. Alter Schwede. Da sind wir bei dem nächsten Level. Sehr, sehr nah. Das ist ja nicht schlecht. Tja, da unten geht's Richtung... Und zwar straff. Richtung Flughafen. Kommen da jetzt welche an oder wie ist das hier? Nein, ich will hier keinen Fotomodus oder sonst irgend so ein Quark. So eine überordentliche Mechanik im Spiel einbinden. Irgendwas ganz nah höher. Ich weiß noch nicht, wie die uns gesehen haben, aber hey, ist ja egal. Ach, da drüben sind sie, okay. Was haben wir eigentlich auf der 7? Gar nichts, geil. Das ist schon der Hammer. Schön ist, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern.
Sammler nach. Das muss schneller gehen, das dauert alles viel zu lang. Ich bleib dabei. Sehen die uns, wenn wir uns hier in die Kicht begeben? Können wir dann in Ruhe was auf die 7 legen oder sind wir dann fällig? Notsignalfackel, genau. Ach, toll. So weit hast du die geworfen, ist ja der Hammer. Okay. Nein, du sollst die 4. Hallo, jetzt nimm doch die 4. Ich hab die 2 gedrückt. Okay, komm, 2. Nachladen. Schneller. 7, hallo, 7. Jetzt nimm doch die 7, jetzt wirf doch die 7. Gut. Also bist aber echt eine lahme Ente. Alles, alle Aktionen, die in diesem Spiel umgesetzt sind, sind irgendwie extrem langsam. Wenn ich da die 7 habe, bis sie dann die 4 hat. Na gut, wenn du sie mitten in der Animation unterbrichst, geht das tatsächlich noch. Ah ja, guck mal. Habt ihr dann jetzt die ganzen Barcodes oder was für den Bunker? Das ist ja nicht schlecht. Es waren 5, okay. Da muss man sich ja fast nicht mehr... Sehr schön, da haben wir die alle mal zusammen. Dann könnte man ja tatsächlich den Bunker anstreben in der nächsten Folge. Tja. Das heißt, wir werden dann in dieser Kirche wieder starten, weil ich jetzt einen Cut mache und wir versuchen mal, da oben ist ja der Bunker, irgendwie uns so querfeldein, vielleicht hier so an diesen Gebäuden über die Brücke in den Feldzugsplan, also in den Bunker erstmal sorgen und dann gucken, man könnte natürlich auch erst gucken, ob man in Bu einen Unterschlupf bekommt. Vielleicht gibt es ja auch noch welchen einen auf dem Weg. Das war dann der nächste. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.